Hallo Leute, da bin ich wieder, Emerald 70 am Start. Ja, wir stehen noch vor Abigail und wir machen das jetzt mal hier. Was wollt ihr? Ja, hier, die Blümchen. Aber warte mal, bevor hier irgendwas, gucke ich mir noch mal hier rein. Denn sie hat nämlich starken Alkohol. 20, ja, wir haben ganz gutes Geld. 30. Upf. Peborowka, Pflaumentinktur. Wurzel, schieß mich tot. 50, ob das bescheuert? Hey. Ach, hier kann ich erstmal hier noch die Dinger verkaufen. Da gibt es noch ein bisschen Geld. Komm her, nimm diese komischen Baggästenschädel. Schaut mal, wie viel wir von den Dingern erschlagen haben. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatte mal jemand geschrieben, wie viel es insgesamt im ersten Gebiet zu holen gibt. Ich glaube 100 Stück oder irgendwas. Naja, 40 Stück haben wir. Werden wir aber auch nicht weiter suchen jetzt. Das kannst du für die Bomben, das kannst du auch haben. So. Ja, das kannst du auch noch haben. Nein, alle drei, bitteschön. Dankeschön. So, sonst will sie nichts von uns. 30. 30. Gib mir mal den billigen Schnaps. Ja, mein Gott. Was soll ich sagen? So, und da unten ist immer so eine Sache. Da weiß ich auch nicht, was ich ihr geben soll. Das lassen wir mal. So. Was wollt ihr? Ja, hier, die Ich habe die Blüten. Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. So, ich sollte in einer Weile hier zurückkommen. Okay, dann können wir ja noch, den anderen Clown machen, aber vorher müssen wir uns irgendwo heilen. Also sprich, doch, doch, es ist Grund zur Eile. Was denkst du denn? So, gib mir das Ding hier. Erstmal eine Stunde meditieren, dass hier da diese roten Flecken alle weggehen. Das ist ja fürchterlich. So, hier. Zack. So, Getränke. Eine Katze. Braucht man eine Katze? Was haben wir hier? Schneesturm, Waldkauz, Katze haben wir auch keine mehr. Aber. Wir haben nicht so hochwertigen. So. Herstellen. Herstellen. Und das war's schon wieder. Jo, das langt. Sollte reichen, hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Dann, da ist sein Haus. Aber war doch witzig, wie der Hund vorhin Vollgas weggerannt ist, oder? Der war doch knuffig. Der musste hier irgendwo seine Hundehütte haben. Was schaut man? Die schaut total verwahrt. So richtig schön schaut die nicht aus, oder? Naja, gut, egal. So, ich speichere mal. So. Wer weiß, was uns jetzt hier erwartet. Blut und Dellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Okay. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Okay, na gut.
Da haben wir noch ein Bierchen. Was haben wir hier? Eine Melone. Ja, komm mal her. So. Räume ich dir erstmal alles aus. Ah, der hat auch noch einen Schnaps hier. Komm mal her hier. Nicht hinsetzen. Komm schon, steh auf. Dickwanst. Wer da? Ich bin ein Hexer. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Beruhigt euch. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Auch nicht schlecht, Trinkt oder? Etwas, Meister Gerwald. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Ah ja. Na dann, Prost. Prost. Super. Können wir jetzt reden? Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Na klar. Ja, sicher. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Hier. Ein Ring des ewigen Feuers. Muss vom Geistlichen sein. Sind Ungeheuer in der Gegend? Ja, hier. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben, waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann, mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde, aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trinken wir darauf. Na super. Der will uns doch was abfüllen, oder? Der will uns doch verarschen. 120 und keinen Oren weniger. Zwei Unkräuter für 70 Orens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. Wie der uns einfach mal über den Tisch ziehen will, oder? Das ist der Hammer. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht. Und einen zum Abschied. Na super, jetzt schmeißt er uns raus, oder? Was für ein Gastgeber. Na, ganz toll. Echinopse, meine Lieblingsfreunde. Oh, Geralt, bitte komm. So, jetzt hier hoppa. Ja, ich hatte ja vorher das geskillt, ne? Dass wir mit dem Alkohol da ein bisschen besser klarkommen. Ich bin fast tot. So, das wäre der erste. So. Geralt, würdest du mal kurz weglaufen? Das sieht nicht gut aus. Verdammte Scheiße. Haben wir noch irgendwas? Ja. Alkohol und das Zeug, das kann nicht gut sein. Mist, verdammte Spitzaxt. Komm schon ein bisschen schneller. Ist das Ding jetzt weg? Ist es dafür schon zu hell jetzt? Er hat gesagt, die sind nur in der Nacht da.
So, komm hier rein. Auf geht's. Komm schon. So. Es ist, du müsst da schon Nachsicht haben, ne? Es ist besoffen gar nicht so einfach. Die hat hier nichts gedroppt. So. Verschlossene Tür. Dann gehen wir mal rein zu ihm. Schwanken mal. Alter, es ist doch... Geralt, bitte. Könntest du gerade laufen? Mann. So. Da, der Fettwams legt sich ins Bett und ich muss die Arbeit da draußen machen. Steh auf hier, mein Freund. Was habt ihr auf dem Herzen? Ja, dir werde ich helfen. Das Ungeheuer ist tot. Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Orens? Ja. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Mhm. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Mich kannst du nicht verarschen. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Ihr macht mir Angst. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. So. Ups. Würdest du bitte auch, ja, genau. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich will meditieren. Seid ihr ein Soldat? Was geht euch das an? Mir ist diese Rüstung aufgefallen. Ich bin neugierig. Ist die meines Bruders. Er hat bei Brenner und andernorts gekämpft. Ich mag Soldaten nicht, außer meinem Bruder. Ganz ruhig. Ich bin kein Soldat. Was habt ihr auf dem Herzen? Odo, das scheint... Nee, wir meditieren jetzt erstmal. Oh, haben wir es fast geschafft? Das war echt, das ist nicht schlecht. So, was haben wir denn noch? Jetzt gucken wir mal, Stärke. Weniger als erfordert den... Ach, das Mutagen. Machtverstärkung im Faustkampf ist unwichtig. Braucht man wirklich nicht, also das ist... Pfeile ablenken. Das ist gut. Wegstoßen, parieren. Faustkampf. Was haben wir bei der Ausdauer? Ja, das ist unwichtig. So, Intelligenz brauchen wir jetzt auch nicht. Igni. Einäscherung. Ja, ihr seht also, Igni werde ich wirklich voll aufbauen. Und nachher werden wir mal noch schauen, dass wir hier zerschmetternder Hieb, dass wir hier ein bisschen was reinpacken. Aber schaut schon ganz gut aus. Wie sieht's aus mit unseren Tränken? Katze, Waldkauz, Möwe. Okay. So. Dann hätten wir das. Du hast so schön auf dem Teppich meditiert, das ist doch schön. So. Dann würde ich sagen, flitzen wir wieder zurück zu Abigail. Ups. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Das werden wir dann noch eventuell erfahren. Ich habe ja da auch so meine Vermutungen, ne? Die haben ja alle Dreck am Stecken, aber wir müssen erstmal. Ups. Abigail war. Ach so, auf der anderen Seite.
Mal gucken, ob sie den Trank für uns fertig gemacht hat. Segnet mich mit Geduld. Und dann werden wir mal hören, was diese Quelle sagt. Er ist ja irgendwie so ähnlich wie Ciri eigentlich ist. Denn er muss ja auch, ich glaube, die sagten ja, dass die vom älteren Blut auch eine Quelle sind, ne? Irgendwas so. Ach, jetzt ist Alvin wieder da. Na gut, hier, komm. Was wollt ihr? Ist das Ding fertig? Ist der Trank bereit? Ja. Oh, okay. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben Sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold, die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Ja, wie ist die nun entstanden, nicht wahr? Die Bösheit der Menschen. Zwischendurch haben wir immer wieder bei den Bauern gehört, wie irgendwelche Bauern sich heimlich verabreden wollten. Und bla bla bla, der Mann ist da und schwupp, schwupp, schwupp und zack, zack, zack. Mikul, der die Ilsa vergewaltigt hat. Haren, der seine Seele verkauft hat, wahrscheinlich an die Elfen, also an die Skoyatel oder wen auch immer. Naja, und was bei dem Dicken hier? Was wird der Hund da bewachen? Ja, ganz verrottendes Dorf hier. Na gut, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und danach werde ich hier noch mit ihm da würfeln müssen. Und werde dann noch mit Soltan würfeln. In der Hoffnung, ich schaffe das. Oder mit Soltan saufen, ich weiß nicht. Bei einem von beiden bekommt man mich einen Diamanten. Also einen von beiden muss man mal, der arbeitet sogar was. Schaut euch das an. Dieses kleine, dicke, fette Schweinchen, voll besoffen, arbeitet noch was. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Ich sage bis bald. Eure Emeril70. Ciao, ciao.